Ja, hallo und willkommen zurück zu Kurzgezockt DBD. Und ich mach doch mal eine Kinderrunde. Ich habe eben sogar schon eine gemacht zur Aufwärmung und dann habe ich gesehen, mein Mikro war aus. Dann kriegt ihr die jetzt nicht zu sehen, aber ich verspreche euch, ihr habt absolut nichts verpasst. Es sind alle entkommen. Ich probiere es jetzt mal mit der Huntress. Ich kann kurz mal hier zeigen, ich habe ungefähr die Hälfte der Killer freigeschaltet, beziehungsweise mir erkauft. Und mit ihr und dem Trapper John MD, kennt bestimmt kein Mensch mehr, ist es mein höchstes Level an Killer, also deswegen probiere ich es mal mit ihr. Den Uni habe ich noch nicht, Spirit, Legion, Ghostface, Demogorgon, Pick, Nightmare und Kannibale habe ich alle noch nicht. Und Pick ist das Einzige, was ich noch ganz cool finde eigentlich von denen. Der ist, ja gut, der Demogorgon. Sie ist auch nicht schlecht eigentlich. Also was mich interessieren würde, wäre tatsächlich sie, die beiden vielleicht. Weiß nicht, ob ich das irgendwann mal besorge, aber wie gesagt, dadurch, dass ich so eh so selten Killer spiele, ist ja. Weiß nicht. Loadout sieht momentan so aus. Ich habe halt von den Perks von ihr auch überhaupt keine Ahnung mehr. Das ist, dass man die Aura sieht bei im Basement, genau, wenn sie im Basement sind. Ich habe ein Hex. Ich weiß nicht, das passt zusammen, oder? Ich habe keine Ahnung. Diese Tokens? Ich kenne mich mit den Tokens nicht aus. Ich habe das jetzt einfach mal ausgewählt, wie ich denke, dass es gut ist. Twitch, toll, ein Twitch-Typ wäre, du streamst gerade. Creepy L, Archangel, Parzival. Und ich kann euch jetzt leider den Rest nicht mehr zeigen. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal gerade an den Haken, also gucken bei dem Haken, wegen diesen Charms, die man an die Haken hängen kann. Das habe ich bei ihr, glaube ich, noch nicht gemacht. Schade, haben wir jetzt keine da hängen, aber das ist okay. Außer ich hätte es mal gemacht und ich habe es wieder vergessen. Sehen wir wahrscheinlich auch gleich. Oh nein, wir sind im Yamaoka Estate. Da war ich eben schon mal. Und das ist so dunkel und mit diesem ganzen hohen Gras finde ich mega schwierig. Gerade wenn man Anfängerkiller ist. Blöd, ne? Ja, ich habe leider keine Charms aufgehängt. Okay. Also ich sehe jetzt auch das Totem. Das. Okay, da hinten ist was. Na 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 na. Und ich sehe dich im Namen. Aber da ist jemand hier und das ist nice. Huch, was war das denn? Ich glaube, ich muss loslassen, ich runterdrücken, oder? Ich habe so lange nicht mehr sie gespielt. Ich vergessen habe, wie das mit dem Werfen geht. Willst du mich verarschen? Wo bist du denn? Da. Okay. Da hinten ist wieder jemand. Aufgeschmissen wäre ohne meine Perks. Weil wenn sich jetzt jemand versteckt in diesen Gräsern, das siehst du doch sowas von nicht. Sind denn die anderen? Die machen ihren Spaß im Keller. Das sollen sie auch machen, weil ich bin kein Camper. Ups, da bist du. Nein. Gott, ich bin so schlecht geworden da drin.
Bisschen höher hätte ich zielen müssen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gehabt. Aber ich finde das mega schwierig. Oh, du hast nicht viel gemacht in der letzten Zeit, deswegen hast du Krähen jetzt über dir. Ich zwischendurch AFK gewesen. Ja, ich habe getroffen. Juppie, erstes Erfolgserlebnis. Eigentlich zweites, aber der hat sich im Schrank versteckt. Das war zu easy. Das gilt nicht. Mit ein bisschen Übung wird das doch. Ich bringe dich jetzt ganz da hinten hin. Da läuft sogar ein Generator. Ich halte die Totems-Down für Leute. Aber hätte ich schon kaputt gemacht. Hab ich hier irgendwo ein... Ich suche gerade was. Oh, hi. Jetzt habe ich ihn gefunden. Ich habe eigentlich noch einen Schrank gesucht. Wegen meinen Hedges. Ich habe nur noch zwei. Bist du denn schon wieder im Keller? Gut, ich will mir aber gerade erstmal Dinger holen hier. Sehe dich. Übung macht den Meister. Also, na gut, so weit bin ich noch nicht, dass ich Meister bin, aber noch lange nicht. Es wird echt besser. Bist du denn da? Warum holt ihr ihn so schnell runter? Wenn ich in der Nähe bin, ich gehe mal dahinter. Ich spiele ja fair, damit die Spaß haben.
Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so schlecht als Killer, weil ich immer denke, oh, die haben das jetzt gemacht, wo ich direkt nebendran stehe. Wenn ich jetzt dahin gehe, dann ist es viel zu einfach. Dann hat er keine Chance wegzulaufen. Und ja, was eigentlich blöd ist, aber. Aber siehst du, ich finde ihn auch so wieder. Aber ich finde, es macht dann halt mehr Spaß für die Überlebenden, denke ich mir. Ups, da war der Stein im Weg. Irgendwann kriege ich dich noch. Das war ja voll daneben. So treffe ich halt die Steine, das ist schwierig. Oh, ja, genau auf die Nase, okay. Ja, na toll, hier ist ein Baumstamm. Warte, Hedges. Ich hatte für einen Moment den Eindruck, ich hätte ihn gehört. Ja, gehen wir weiter die Generatoren ab. Aber warte, da oben ist jemand. Ja, sieh mal wieder. Sie ist gern hier oben. Ein gefallener Engel. Das noch kaputt machen. Hier waren sie noch nicht so. Da oben flattern die, aber das kann auch ich gewesen sein, aber da ist eine Spur. Eher nur wieder, ich sehe auch immer dieselben Leute, witzigerweise. Und da ist rechts, links auch noch einer. Ich habe nicht getroffen dabei. Mist. Mal random reingeworfen. Hätte ja sein können, dass er gerade um die Ecke kommt. Hm. Ich kriege ihn nicht mehr. Jetzt wird sie aber böse. Gut, wenn da jetzt die Wand nicht gewesen wäre, wäre es ungefähr so in seiner Linie. Knapp daneben. Ich habe schon wieder alles verworfen. Dann versuche ich es so. Dass ich will den einen noch einmal kriegen, den Typ. Na, ah, ein Ticken zu früh gehauen.
Okay, das war anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Hier geht's irgendwo in den Keller, aber ich weiß nicht genau wo. Ich laufe da immer vorbei und vergesse es. Deswegen kommt er jetzt hier an den Haken. Er hat hart gekämpft. Und verloren. Geht's denn jetzt im Keller runter? Ich brauche halt meine Hedges wieder. Ich sehe dich. Ich lasse dich gerade mal da liegen. Oh, in der Gefahr hin? Dass ich ihn nicht mehr wiederfinde. Auf die Gefahr hin. Naja, bleibt liegen, ist man nett. Opfer Nummer 2. Okay, Ausgang rechts und links. Aber ohne diesen Perk, dass ich die Leute, die Aura sehe, hätte ich das jetzt auch nicht hingekriegt. Tut mir leid, dafür hilft nämlich Verstecken auch nicht. Ich kann auch das Öffnen selbst, mache ich aber nicht. Hallo. Ich kann es natürlich aufmachen. Wie sie jetzt hinhängen und dann aufmachen. Das ist fies. Guck mal hier so. Mr. Twitch kann dann jetzt raus. Ist der mir überhaupt mal begegnet in der ganzen Runde? Da ist er gerade weggerannt. Okay, habe ich mein Daily. Und der war auch nur Rang 20. Deswegen, ja, war das für mich eine tatsächlich etwas einfache Runde aufgrund meiner Perks und den Rängen. Ich hoffe, dass es halt für die Survivor trotzdem auch spannend und angenehm war und nicht zu fies irgendwie oder so. Level sie nur so ein bisschen. Das war jetzt eine etwas längere Runde. Ist die Frage, ob wir noch eine ranhängen und dann seht ihr mich vielleicht auch noch mal failen. ich könnte ihn noch mal probieren. Der ist ja recht neu. Deswegen bin ich damit auch nur Level 2. Jetzt Level 4. Und ich habe einen zweiten Park-Slot. So, also bei ihm habe ich den Deadman's Switch. Damit sehe ich, wenn jemand aufgehört hat, einen Generator zu reparieren. Und dann... Nee, ich sehe das nicht, oder? Ich sehe es auch und der Generator wird halt erstmal nicht zugänglich für die nächsten paar Sekunden.
Das könnte ich noch machen. Any survivor who cleanses a dull totem will suffer from the Oblivious Status Effect. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, was der Oblivious Status Effect ist, aber ich sehe ihn dann für 10 Sekunden. Wenn ich das richtig verstehe. Und ihm zugehörig ist noch der Gearhead Perk, den muss man aber erstmal aktivieren, indem man jemanden zweimal haut. Deswegen, ja, lasse ich den erstmal raus. Damit reduziert sich der Terrorradius, wenn ich die Harpune im Anschlag habe. Das könnte ich mal ausprobieren. Das sind Blutpunkte. Allerdings können die Survivor sich auch schneller freikämpfen. Ich nehme mal Slight Increase Survivor's Mending Time when affected by the Deep Wound Status Effect. Deep Wound kriegen sie, glaube ich, wenn sie von meiner Speargun getroffen werden, aber dann sich freikämpfen können, glaube ich. Hier ein paar Blutpunkte. Ja. Probieren wir es mal mit diesem Loadout. Und wie immer dauert das jetzt noch gefühlte 5 Minuten, bis das Match losgeht als Killer. Das schneide ich für euch natürlich wie immer raus. Yay, es geht endlich los. Ich bin voll ready. Allerdings erst 2 Leute. Wahrscheinlich, weil ich erst Level 5 und Rang 20 bin. Das eine kann ich leider nicht lesen und das andere auch nicht wirklich. GXDDXMNSXXX. So, wir sind im Mount Ormond Resort, einem Skiresort. Was war das denn eben? Das Gefühl, ich bin über mich selbst gestolpert. Schön verschneit. Passe ich natürlich als Western-Typ überhaupt nicht rein, aber. Gut, dass ich einen dicken Mantel anhabe. Machen wir ein bisschen Roleplay. Ich soll Killer spielen, ich soll böse sein. Wo ist mein Opfer? Wo seid ihr alle? Muss töten. Das liegt mir einfach nicht. Okay, da sind die ersten. Hallo. Wieso habe ich sie nicht abgreifen können? Hätte ich da andere Taste drücken müssen? Aber da stand ich nicht nah genug. Das war strange. Sie angetäuscht? Nee, da ist sie. Das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht durchdingsen kann. Muss man nachladen. Hallo. Ist hier der Keller? Ne, okay, dann hast du aber einen Haken nebendran. Okay, mehr froh, dass ich sie noch gekriegt habe. Aber die haben schon 2 Generatoren gemacht. Sogar 4. 3. Reichen müssen wir können.
Naja. Wo seid ihr hingerannt? Okay, erstmal der Nachladen. Und hat halt immer nur einen Schuss mit der Waffe. Das wäre ja auch sonst ein bisschen übertrieben. Ist aber schon schwieriger und die Runde schneller, ne? Also die sind, das sind ein bisschen höher levelige Leute wahrscheinlich. Wissen ein bisschen besser, was sie tun. Ach du, nur wieder. Ich finde, man darf sich als Killer auch nicht zu lange an einer Person aufhalten, wenn man weiß, dass man Probleme hat, die zu kriegen. Weil das dann nur bewirkt, dass die anderen in Ruhe dann die Generatoren machen können. Ich habe dann auch kein Problem zu sagen, okay, ich krieg dich nicht, geh woanders hin. Ich das gehört oder war ich das? Hier ist aber auch noch nichts angefangen. Ach doch, hi. Das Problem ist ja, wenn sie das macht, bringt mir das nichts. Nach oben, ja. Und wieder nach unten. Nochmal durch. Da links von mir. Gut, durchs Fenster kann ich es auch nicht ziehen. Wobei ich könnte da hauen. Besser als bei der Planke, aber so geht's auch. Wieder hier der Haken. Okay, einen haben sie noch. Da hinten haben sie was gemacht. Kann ich jemanden abfangen? Ja, hallo. Ja, geh mal retten. Ich guck gerade mal da hinten. Also, wenn sie alleine war. Ja, okay. Gut, dann kein Opfer für mich heute in dieser Runde. Geheilt habt ihr euch auch schon? Seid ihr noch hier?
Ich glaube, den kommen gleich alle. Da hinten fliegt ein Vogel. Hier ist auf jeden Fall jemand lang gekommen. Ja. Sie, ich habe eben sogar noch gesehen. Ja, schade. Okay. Ja, und das ist dann, wenn ich Killer nicht so gut kann und ja, noch keine Übung habe. Oder einfach die Gegner tatsächlich ein bisschen mehr Übung haben und keine Anfänger sind, so in der letzten Runde. Da sieht man mal den Unterschied. Und ich denke, das ist halt auch der Punkt, wo dann viele campen. Genau, bei sowas zum Beispiel. Na, das dann. Und deswegen gibt es halt Killer, die campen, weil die Survivor auch oft Herrscher sein können. Und das gibt eine Meldung. Das kann man nämlich machen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Insult, ja. Insults in Chat. Insults in Chat. Das ist eine wunderschöne Funktion. Ich weiß nicht, ob sie Konsequenzen hat, aber sollte man machen, finde ich, weil ich versuche fair zu spielen und dann muss das nicht sein. Also, wenn euch sowas als Killer passiert, nicht ärgern, einfach melden und vergessen. Das ist meine Devise. Okay, das waren zwei Killerrunden. Eine, die besser für mich gelaufen ist, eine, die besser für die Survivor gelaufen ist. Oder wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Ich hoffe aber trotzdem, alle hatten Spaß und ihr auch. Bis zum nächsten Mal bei DBD. Vielen Dank fürs Zuschauen.